Swingstücke zum Mitspielen. Das war Leur de Swing, ein Duett von den Komponisten Oldenkamp und Kastelein. Das Stück sollte im Swingstil gespielt werden. Beim Swingstil werden bei zwei Achtelnoten die erste Note wie eine Triolenviertel und die zweite wie eine Triolenachtel gespielt. Ich zeige das anhand einer C-Dur-Tonleiter, die ich erstmal normal spielen werde, und dann im Swing-Stil. Das nächste Stück heißt Uptown Downtown. Es ist im Frage- und Antwortstil komponiert worden. Eigentlich ist es für zwei Tenorsaxophone geschrieben, aber es klingt auch gut mit zwei Klarinetten. Als drittes Stück Tone Colors. Auch dieses Stück ist wieder für zwei Tenorsaxophone geschrieben worden, kann man aber gut mit zwei Klarinetten spielen. Leider sind mir die Komponisten unbekannt. Mit diesen Stücken kann man sehr gut den Swing-Stil einüben. Bei diesem nächsten Stück kann man auch mit Vibrato spielen. Auf Vibrato bin ich schon in einer früheren Folge eingegangen.
als letztes Stück Misty, komponiert von Errol Garner in den 50er Jahren. Das Lied wurde später auch in der Popmusik zum Evergreen. Die Noten zum Mitspielen und Üben finden Sie über einen Link in der Videobeschreibung. Ihre Fragen stellen Sie mir bitte in den Kommentaren. Und tschüss.